So, jetzt haben wir hier erstmal die ganzen Materialien, was ich dafür verwenden möchte. Und hoffe, ich habe alles. Aber werden wir sehen, ne? Hier auf jeden Fall die Schablone von meinem Rahmen, vom Rennrad. Das ist jetzt nur noch mal die Oberrohrtasche, aber die mache ich ein anderes Mal, wenn überhaupt. Das hat auf jeden Fall ein Polyester-Sehle mit Baumwoll ummantelt und das soll aufquellen, sobald Feuchtigkeit rankommt. So, dann haben wir hier den wasserdichten Reißverschluss für außen. Die zwei würde ich für Innentaschen verwenden und eventuell diesen kleinen, der auch wasserdicht sein soll, für eine Tasche von außen her. Klettband, dann noch ein bisschen Gurtband, mal Gurtband. Mesh, kann man jetzt hier vielleicht sehen. Kann man vielleicht auch noch eine Tasche draus basteln. Hier hört sich an wie Pappe. Es ist so ein ähnlich wie Cordura. Und die beiden einmal blau und einmal schwarz. Das ist ein PU-beschichtetes Polyestergewebe. Kann man etwas erkennen. Und wasserfest oder wasserabweisend. Werden wir sehen. Na, legen wir mal los mit Nähen. Als erstes habe ich mir den ersten Reißverschluss vorbereitet. Mal hier ein bisschen abgenäht. Andere Seite abgenäht. Und jetzt basteln wir erstmal die Garage für einen Schlitten. Für den Schlitten. So, drück die Daumen, dass ich das irgendwie hinkriege. Immer diese Selbstversuche. Noch nie sowas gemacht. Aber okay. So und so. Okay. Gut. Schon falsch angefangen. Oh, dann mal wieder auftrennen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung übrigens, auftrennen. Wenn wir erst anfangen und dann überlegen hinterher, ach nee, ist ja doch andersrum. So, also jetzt richtig rum, weil die glatte Seite, die beschichtete Seite ist natürlich die rechte Seite des Reißverschlusses. Ich versuche es ja immer wieder, einfach das Zeug aufeinander legen und losnähen, um dann feststellen zu müssen, nimm doch einfach irgendwas, womit man es festklammern kann. Und mit Nadeln ist doof, da macht man immer extra Löcher rein, deswegen kleine Klippen hier. Das funktioniert hoffentlich super. Noch nie ausprobiert, aber wird schon klappen. Weiter zur Rahmeninnentasche. Ich habe jetzt den Reißverschluss jetzt erstmal so angetackert und wir beginnen mal mit dem Nähen. So, zweite Seite ging schon viel besser. Ja, cool. Super, freue ich mich. Jetzt wieder wie auf der anderen Seite einfach
den Bruch ein bisschen festigen. Mit dem Fingernagel drüber. So. Dann hält das Ganze beim Nähen hoffentlich etwas besser. Nein, nicht hoffentlich, es hält besser. So, gut. Ja, das finde ich gut. So, jetzt werde ich noch die Seiten zumachen. Und dann ist es eigentlich fertig. Soweit fürs Erste. Jetzt erstmal das befestigt und jetzt werde ich das Ganze außenrum jetzt noch festnähen und dann kann ich das in der ganz easy abschneiden. Ich habe es gleich mal zugeschnitten. Ich glaube, das ist einfacher. So. Festgenäht, um festzustellen, dass kein Unterfaden da ist. Tja, auftrennen muss leider immer wieder sein. Naja, hat ja auch was für sich. So, die Stunde der Wahrheit. Drehen wir sie mal um. Typischer Fall von Funk. Deswegen ging es ja so schwer. Oder hier. Ich hab nichts mit festgenäht. Ach. Ja, gut. Gut, wenn es weiter nicht ist. Aber so weit. Ganz gut.